Okay, Lichtkontrolle. Ja, gut. Sehr schön. Ja, leuchtet alles. Wunderbar. Und... Nee, also das geht ja gar nicht. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Ja, der Ford Mustang, ein wunderschönes Modell von Lego oder wie hier in meinem Fall von Lepin. Ein ganz, ganz tolles Set, aber standardmäßig eben völlig ohne LED-Beleuchtung. Und ihr habt schon gesehen, ich stehe auf LED-Beleuchtung hier bei meinen ganzen Klemmbausteinen und Lego-Autos. Von daher wird jetzt heute auch hier in den Ford Mustang ein LED-Beleuchtungskit eingebaut. Das habe ich mir hier schon bestellt. So kommt es an. Direkt aus China. Hat um die 20 Euro gekostet. Ich verlinke euch das hier unten. Oder waren es 25? Ich weiß nicht mehr genau. Schaut einfach mal nach. Alle Links in der Videobeschreibung und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das hier mal im Detail an, was drin steckt und ob auch alles funktioniert. Okay, gucken wir mal rein. Hier steht schon Ford Mustang, alles andere auf Chinesisch. Hier hinten haben wir den QR-Code, da können wir uns dann später die Anleitung online anschauen. Ich hoffe, gut bebildert, denn mein Chinesisch ist ein wenig eingerostet oder naja, ich konnte noch nie, aber ist ja egal. So, wir packen hier mal aus, was alles drin steckt. Da haben wir einmal ein paar ja, transparente Steinchen mit der Besonderheit, dass hier eben Löcher drin sind in diesen roten 1x2ern, wo dann wohl die LEDs irgendwie oder die Kabel durchgesteckt werden. Okay, dann haben wir einmal hier alles schön in Tütchen eingepackt. Ich nehme es mal raus. Hier muss man immer aufpassen. Die Kabel, die sind, ihr seht das schon, sehr, sehr dünne, kleine Kupferkäbelchen. Und dass man die nicht beschädigt, da muss man echt immer aufpassen. Und hier ist eine ganze Menge an Kabel dran. Junge, Junge, also da haben wir einiges vor. Ich packe es mal alles aus. Und dann haben wir hier alles vor uns liegen. Und meine Güte, das sind eine ganze Menge Kabel und eine ganze Menge Lichter. Bin mal gespannt, wo die hier reingebaut werden. Aber jetzt will ich zuerst einmal wissen, ob die auch funktionieren. Wir haben hier einen ganz normalen USB-Anschluss. Den stecke ich mal hier an. Und dann schauen wir mal, ob uns hier auch ein Licht aufgeht. Und jawohl, da sieht man es. Uns geht ein Licht auf. Wir haben hier, das wird wahrscheinlich die Innenraumbeleuchtung werden. Das Rote, das werden die Rücklichter. Ich komme mal etwas näher. Da habt ihr es. Ganz kleine LEDs, die werden in die Rücklichter mit Sicherheit eingebaut werden. Und dann haben wir hier nochmal ja, zwei orangene Lämpchen. Und das hier, das werden dann zum einen wohl die ja, Scheinwerfer werden. Und der hat ja hier vorne noch ja, diese kleinen Lichter hier im Kühlergrill oder hier unten die. Eins von beiden wird dann auch noch mit diesen kleineren weißen. Na, wo seid ihr denn? Das sind die hier. Ja, mit denen wird das dann wahrscheinlich auch noch beleuchtet werden. Auf jeden Fall funktionieren tut schon einmal alles. Das heißt, als nächstes besorgen wir uns mal hier die Anleitung. Und dafür scanne ich einfach mal hier den QR-Code. So, schon geschehen. Und wir gehen mal hier auf die Webseite dann. Und ich bin gespannt, wie uns das hier angezeigt wird. Und da haben wir es. Es gab da ein paar Ladeschwierigkeiten. Leider natürlich hier alles auf Chinesisch, aber mit Bildern, also man sieht hier schon ganz gut, was abgebaut werden soll. Ich hoffe mal, ich komme hiermit gut klar und man sieht dann, welches Teil hier wo eingebaut wird, wo das Kabel durchgefädelt wird. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin? No, das war's schon. Das ist aber wenig. Ah ne, da geht noch weiter. Es geht noch weiter, der lädt hier nur ganz langsam. Sehr schön, also die Anleitung, die habe ich mal. Hier ist auch Save to my Drive, kann ich das vielleicht auch noch runterladen. Schaue ich mir mal an und auf jeden Fall sage ich, ja, toi 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 und los geht's. Meine Güte, eine ganz schön fummelige Angelegenheit. Ich habe mir hier sogar schon ein bisschen Werkzeug mit dazu genommen. Ja, ihr seht schon, was man hier alles so abbauen muss. Zum einen, ihr müsst hier vorne, ja, ich habe mal hier den kompletten vorderen Bereich
abgebaut mit dem Kühlergrill und allem weiteren Kram. Dann müsst ihr einmal hier oben eine von diesen Platten abbauen, damit das hier alles frei liegt. Man baut dann die Scheinwerfer hier komplett runter und ersetzt dann hier die grauen Teile, ja, das sind die Originale, durch die mit den eingebauten LEDs. Und dann kommt hier wieder der transparente Parabolspiegel drüber und man fädelt dann das eine Käbelchen weiter hier unten durch und steckt das hier in den Stein einfach rein. Das wird also, in dem Stein ist schon ein Loch, wo dann hier der kleine transparente runde Einmaleiner drüber ist. Und da wird einfach die LED reingepackt. Und dann muss man eben hier schauen, dass man das Kabel gut versteckt, damit das später halt nicht so offensichtlich ist. Ich habe es dann hier so durchgeführt, hier ganz knapp dran vorbei. Hier mache ich das so zwischen diese beiden Noppen, wo dann später die Fliese wieder drauf kommt, so wie ich es hier schon getan habe. Und dann schaut man von vorne und es fällt dann ja nur sehr, sehr wenig auf. Hier die Stoßstange, die muss man auch nochmal teilweise abbauen. Also ja, eine fummelige Angelegenheit, das kann ich euch sagen. Sehr, sehr fragil das Ganze und man muss sich auch noch merken, wo nachher die Teile wieder hinkommen. Also, es ist anspruchsvoll. Die Kabel werden dann hier unten durch diese, ja, bei der Lenkung vorbeigeleitet. Einmal hier, einmal hier, einmal rechts, einmal links. Und dann geht das dann hier in den unteren Raum und da kommen sie dann unten nochmal raus. Und ja, weiter bin ich noch nicht. Dann schauen wir mal, wie die dann hier weiter geleitet werden. Hier kann man eben sehen, wo die Kabel durchgesteckt werden und wie das hier alles eingebaut werden soll. Ja, also sehr, sehr fummelig bisher, aber wir machen einfach mal weiter. Das wird schon werden. Oh Gott, mein schöner Mustang, wie der aussieht. Ja, also ihr seht schon, Leute, der Bauabschnitt, der hat es auch in sich. Also hier habe ich eine ganze Menge abgebaut, die Heckscheibe, Kofferraumabdeckung, hier hinten schon ein bisschen was mit dem Licht ist mir abgegangen. Das ist das Gegenstück davon und ja, so sieht es hier aktuell aus. Und das alles nur, um hier die Innenraumbeleuchtung reinzukriegen. Ich kippe ihn mal, ich hoffe, da passiert mir jetzt nichts. Hier unten könnt ihr nochmal sehen, von den vorderen Leuchten habe ich jetzt hier mit einem 1x2er Steinchen die Kabel hier etwas fixiert, damit die dann schön geleitet werden. Und aktuell ist der ganze Rest hier noch ein wildes Durcheinander. Aber ich habe dann mal hier unten da das Kabel durchgeschoben. Und ja, da kommt dann hier unsere 3-LED-starke Innenraumbeleuchtung, die ich hier schon mal an den, ja, ans Dach dran gemacht habe jetzt. Aber man muss hier schon eine ganze Menge auseinanderbauen und das ist gar nicht so einfach. Also einmal so ein Set bauen, ja, schöne Sache. Aber auseinanderbauen, das ist immer noch mal eine ganz andere Geschichte, Freunde. Jetzt wird hier im Prinzip ja der Deckel aufgesetzt. Das mache ich hier mal so provisorisch eben. So, und das Kabel wird dann hier an dem hinteren Sitz hier so vorbeigeleitet. Das stecke ich hier in den Schlitz rein und dann ist das dann auch verschwunden, das Käbelchen. Und wir können den hinteren Bereich zumindest hier bis zur Heckscheibe wieder zusammenbauen. Denn dann kommen ja noch unsere Rücklichter dran, die irgendwo, ja, da unterm Auto noch liegen. Heieiei, also anspruchsvoll, echt relativ anspruchsvoll, das Ganze hier. Aber ich hoffe, es lohnt sich und er sieht hinterher richtig cool aus beleuchtet. Also die Rücklichter, die waren jetzt ein echter Albtraum und ihr seht, ich habe sie auch schon komplett wieder dran gebaut. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie es genau funktioniert, aber ich zeige es euch jetzt nochmal hier. Das war so schön zu bauen, da habe ich irgendwie ja vor lauter ganz vergessen, euch das zu zeigen. Wir hatten ja hier ja die Pendants zu den normalen roten Steinchen, die noch hier ein Loch in der Mitte haben. Hier könnt ihr das sehen. Und die kleinen Mini-LEDs, die kommen dann ja da in die Löcher rein. Dort könnt ihr das sehen. Man musste da wirklich diese kleine Mini-LED in das Loch reindrücken. Dann ja schauen, dass man das Kabel da irgendwie rumgefriemelt bekommt. Und dann halt Stück für Stück hier nochmal die Rückleuchte so zusammenbauen. Das heißt, Kabel reindrücken, den grauen Stein drauf machen, schauen, dass das Kabel unten durchkommt, schauen, dass hier nicht alles auseinanderfliegt. Denn da ist natürlich jetzt ein klein bisschen Spannung drauf. Boah, ein Albtraum. Ich sag's euch, ein echter Albtraum. Aber das Positive ist, man sieht von hinten überhaupt gar kein Kabel. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich kann euch aber zeigen, wo das Kabel dann rauskommt. Da hinten könnt ihr es sehen, da kommt das Käbelchen raus oder die beiden Kabel und die gehen dann auch hier unten an den Aufhängungen dann nochmal aus dem Unterboden raus und das hier auf beiden Seiten.
Da kommen sie einmal hier und einmal da unten und ja, ist das nicht mal hier ein schöner Kabelwust, Kabelsalat? Heieiei, also da muss ich noch auf jeden Fall ein bisschen Ordnung reinschaffen. Anspruchsvoll, habe ich schon gesagt, dass das hier relativ anspruchsvoll ist, Freunde. Also da habe ich hier hinten bei den anderen Sets echt weniger Arbeit gehabt. Hier der Mini und der VW, die waren echt alle relativ einfach. Der Aston Martin war schon etwas, ja, anspruchsvoller auch gewesen, aber im Vergleich zum Mustang, oder ich meine es nur, aber ich denke, der Mustang hier ist echt am schwierigsten zu beleuchten bisher. Aber soweit so gut, das meiste ist geschafft. Ich habe ja nur noch hier die kleinen gelben Rückleuchten. Das werden dann die Kollegen für hier unten wohl sein, die da noch hinkommen. Und dann, ja, heißt es nur noch Däumchen drücken, dass hier auch alles leuchtet. Und da ist es geschafft, Freunde. Ihr seht schon, es leuchtet alles. Ganz kurz werfen wir aber noch einen Blick hier auf die Teile. Das sind die Originalteile, die ersetzt wurden durch die modifizierten, also hier von den Rücklichtern und die Teile hier von den Frontlichtern. Alles andere kam noch zusätzlich dabei. Und dann werfen wir doch mal einen Blick hier auf unseren Mustang. Ganz von vorne sieht man die vier Lichter, die beleuchtet wurden. Einmal hier, hier die Frontscheinwerfer und hier unten die kleinen Nebelscheinwerfer. Das ist ein kaltweißes Licht. Sieht gut aus, gefällt mir. Dann gehen wir eins nach oben, dann sehen wir hier ja die Innenraumbeleuchtung. Die macht da auch ordentlich hell, sieht auch gut aus. Von der Seite sieht es dann so aus, da sieht man auch hier noch ein bisschen die Beleuchtung durchkommen. Und wir werfen nochmal hier einen Blick in den Innenraum. Da oben könnt ihr die Beleuchtung sehen, wie sie an der Decke angebracht ist. Und hinten sieht man auch noch das Käbelchen, wie es da hinten zwischen den Sitzen verschwindet. Ich mache mal eben die Tür auf. Ja, wir mal richtig einen Blick rein. Also, so findet man auch abends seine Schlüssel, wenn es mal ein bisschen dunkler geworden ist. Ja, also, das ist ganz schön. Gefällt mir. Nochmal zu mit der Tür. Und dann drehen wir uns hier hinten auf die, ja, zur Königsdisziplin von dieser Beleuchtung oder von diesem Beleuchtungsset. Und das sind die Rücklichter. Meine Güte, die waren grauenhaft zu bauen. Aber es ist geschafft. Ihr seht, jedes rote Teilchen ist jetzt hier einzeln beleuchtet durch diese Mini-LEDs, die wir dort reingefummelt haben. Die Arbeit war nicht schön, aber das Ergebnis sieht dafür umso schöner aus. Aber ganz skurril, die orangenen Lichter, die waren gar nicht für hier diese kleinen Rücklichter, sondern die sollte man hier auf den Auspuff aufbringen. Boah, was das jetzt genau soll, weiß ich eben auch nicht. Aber ich habe eben erst versucht, das hier drauf zu kriegen und das hat vorne und hinten nicht gepasst. Nein, weil es eben für den Auspuff gedacht ist. Naja, so ist es eben. Ich stelle euch mal hier vor den Mustang und mache das Licht etwas dunkler. Denn so könnt ihr nochmal einen abschließenden Blick hier auf das Modell werfen. Ich gebe zu, ihr seht hier unten die ganzen Kabel. Die habe ich nicht so richtig sauber in den Griff bekommen aktuell. Da muss ich mir noch was überlegen. Das ist noch ein ziemliches Chaos hier unterm Auto. Aber das Wichtigste ist, es leuchtet, es funktioniert und es sieht richtig schön schick aus. Also cooles Set, doch gefällt mir echt gut. Komm, wir machen noch ein bisschen dunkler. Wir lassen ihn mal richtig strahlen hier. So, jetzt habt ihr es richtig dunkel. Cool sieht er aus. Also die Rücklichter gefallen mir gut. Hier unten die, naja, die hätte ich ehrlich gesagt nicht wirklich gebraucht. Aber wer sein Ford Mustang Modell mal richtig aufpimpen möchte, der kann hier gerne noch mal so 20, 25 Euro in die Hand nehmen. Das Ergebnis später für in die Vitrine oder ins Regal, das macht einen riesigen Unterschied. Ich sag's euch, Freunde. Also ich verlinke euch das ganze Beleuchtungsset hier nochmal in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das dann gerne auch kaufen. Es ist ja, ein bisschen Arbeit, aber das Ergebnis ist jede Mühe wert. Kann man hier, glaube ich, ganz deutlich sehen. Und das soll es dann auch gewesen sein, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachbauen. Euer Mi Apple Cat. Tschüss.